Sylvi Schenk hat sich selbst übertroffen in Roman d'Amour. Es geht um Ehe, es geht auch um Ehebruch und es geht um Affäre, es geht um Liebe. Und eigentlich geht es darum, wie eine Schriftstellerin ein Buch schreibt, darüber interviewt wird von einer ziemlich interessanten Reporterin und sich dann die persönlichen Erfahrungen und die persönliche Geschichte dieser Schriftstellerin vermischen mit dem fiktiven Roman, der witzigerweise auch Roman d'Amour heißt. Und das Ende ist grandios überraschend. Es ist wirklich richtig überraschend. Und die Protagonistin ist so cool. Sie ist einfach so cool. Ich will sie sofort kennenlernen. Und wenn man sich Sylvi Schenk anguckt, dann kann dieses Buch doch nur grandios sein. Roman d'Amour von Sylvi Schenk.